So, hallo Internet. Wir feiern einjähriges. Vor einem Jahr hat der persönliche Referentsozialdezernent in Feudel mit mir ein halbstündiges Telefonat geführt, in dem er Vertrauen aufgebaut hat und das Vertrauen dann missbraucht hat. Ein anderes Wort gibt es dafür nicht. Er rief halt an und hat gesagt, ja, demnächst treffen sich alle und die wollen der Person X helfen. Und er wollte halt vorher mir nochmal die Gelegenheit geben, eine kleine Stellungnahme abzugeben. Und ich bin voll drauf reingefallen. Ja, der gelernte Rhetoriker fing dann halt so an, ja, sie haben ja einen Leidensweg hinter sich und das muss ja furchtbar gewesen sein. Und dann kommst du natürlich ins Reden und sagst halt, ja, und ich verstehe nicht, warum der keiner hilft. Und es kann doch nicht sein. Und dann zwischendrin macht er dann Fangfragen, wo er dann sagt, ja, aber Sie haben doch bestimmt eine Rechtsschutzversicherung, die sich darum kümmern könnte. Und ich, Depp, sage dann, nein, habe ich nicht. Oder dann sagt er später, ja, aber Sie haben doch bestimmt ein großes Supportsystem und können sich auch mal abwechseln, dass mal jemand anders da ihr was zu essen bringt. Und ich, Depp, sage, nein, habe ich nicht. Ich bin ja erst neu nach Frankfurt gezogen, extra wegen der Obdachlosen, damit ich näher an ihr dran bin. Also in der Tat, ich habe kein Supportsystem. So, also das heißt, er hat mich ausgefragt, auf gut Deutsch gesagt. Und dann werden sie schön einen abgelacht haben bei dem Gespräch. Es ging bei dem Gespräch, und das ist meine Interpretation, nicht darum, wie man Person X helfen kann, sondern es ging darum, die Anna Fröhlich macht hier Wind. Das kann uns rechtlich gefährlich werden, weil es sind ja von mir ich habe die ja angezeigt, wegen Körperverletzung, Misshandlung von Schutzbefohlenen, Betrugs und Totschlag, Beihilfe zum Totschlag. Totschlag heißt, wenn du weißt, dass eine Person verstirbt und du tust nichts, um das zu verhindern, oder du führst diese Situation aktiv herbei. So, das heißt, die wussten halt, mit mir muss man rechnen, und dann war das sozusagen ein Meeting der Boss der Bosse in Frankfurt. Und dann haben sie gemeinsam besprochen, wie sie da jetzt vorgehen und wie sie die Gefahr, die die Anna Fröhlich darstellt, gemeinschaftlich abwenden. So, und das Ergebnis war dann diese E-Mail. Also am 1. Juli 2022 um 12 Uhr hat er mal schnell in der Mittagspause reingeklöppelt, direkt von der E-Mail von der Frau Feutel. Also das ist so eine Sammel-E-Mail, wenn du von der was willst, musst du hinschreiben, Dezernat 08. Okay. So, fangen wir mal an. Guten Morgen, Frau Fröhlich. Guten Morgen um 12 Uhr, ne? So, guten Morgen, Frau Fröhlich. Im Gespräch mit dem Jugend- und Sozialamt war deutlich, dass die beteiligten Stellen besonderer Dienst 3, das ist das Amt für Wohnungslose, Weser 5, das sind die Streetworker der Diakonie, Affe Torstub, das ist diese Obdachlosenspeisung der Caritas, der einzige Punkt, wo diese Frau Essen erhält, einmal am Tag, wenn sie hingehen kann, Kältebus, der Frankfurter Verein, und der sozialpsychiatrische Dienst des Stadtgesundheitsamtes, also Stadt Frankfurt, alles möglich machen, alles möglich machen, die Situation von Person X zu verbessern. So, das überprüfen wir doch gleich mal, indem wir uns gucken, was alles möglich machen nach einem Jahr heißt. So erhielt Person X gestern durch den Frankfurter Verein eine neue Decke, eine neue Plane sowie Wasser und Hanuta. Das zeigt, dass sich die Dienste auch tatsächlich kümmern. So, das ist für all die, die mir nicht glauben oder die sagen, das gibt es doch nicht, das kann doch nicht sein. Ja, die schämen sich nicht,
Die hauen dir noch per E-Mail so einen Satz um die Ohren. Er wusste genau, wie mich das alles belastet hat, wie traurig ich darüber war, dass ich versuche, der Person zu helfen. Und dann sagen die, ich wiederhole es nochmal, Wasser unter Nuta zeigt, dass sich die Dienste auch tatsächlich kümmern. Also mit unseren Steuergeldern wird das Amt für Wohnungslose, die Streetworker der Diakonie, die Caritas, der Kältebus, der sozialpsychiatrische Dienst der Stadt Frankfurt bezahlt. Und alles, was die machen können, ist ein Wasser und ein Hanuta. Die gehören alle abgeschafft, ihr Lieben. Weil das Wasser und Hanuta, das schaffen wir auch noch ohne diese ganzen Organisationen. So, jetzt geht's weiter. Jetzt vermischt er verschiedene Sachen und das macht er mit Absicht. Ich meine, das sind ja Leute, die Karriere machen wollen, wenn die sich im Umfeld der Feudel befinden. Also, das heißt, der weiß genau, was er da schreibt und dass er Sachen durcheinander schmeißt. Die Situation ist aber auch, dass Person X selbst entscheidet, ob und welche Hilfe sie annimmt und welche nicht. Lassen wir erstmal so stehen. Die Stadt oder die beauftragten sozialen Dienste. So, beauftragte soziale Dienste heißt übersetzt, die werden bezahlt, um dieser Frau zu helfen. Und sie tun es eben nicht. Da hat der Kleine einen Fehler gemacht. Die Stadt sichert sich ab. Es ist wie eine Pyramide. Die Stadt an der Spitze, dann kommen in der Mitte die bezahlten Dienste und unten kommt dann das Opfer. Die Stadt sichert sich ab, indem sie sagt, wir bezahlen Drittanbieter, dass sie sich kümmern. Und sie tun es nicht. So, die Stadt oder die beauftragten sozialen Dienste, dazu gehört auch der Betreuungsverein, haben das Verhalten oder Reaktionen von Person X zu akzeptieren. Du darfst keinen Zwang ausüben, das heißt, du kannst sie jetzt nicht festhalten, kannst sie gegen ihren Willen duschen oder Einweisungen vornehmen. Also generell hat er damit recht, wenn von einer gesunden Person gesprochen wird. Und das ist eben der Streitpunkt, weil sie ist eben nicht gesund und da hat der Gesetzgeber ausdrücklich gesagt, eine Person, die keine Krankheitseinsicht hat, die sich selber schadet, muss man einweisen und muss dafür sorgen, dass sie praktisch wieder in den Zustand der Gesundung bzw. der Entscheidungsfähigkeit versetzt wird. So, und da weist er nämlich in seinem Schreiben nicht hin. Er tut so, als ob sie geistig gesund ist, obwohl jeder in Frankfurt weiß, der die Frau kennt, sie ist es nicht. So, und deswegen ist das ein Skandal, mir sowas hinzuschreiben. Und das sind alles Leute, die damit beruflich ja zu tun haben. Das heißt, mir wird hier erzählt, das, was ich sage, ist verkehrt. Und das, was all diese Leute in dem Treffen beschlossen haben, ist richtig. Und es stimmt eben nicht. Dann sagt er, das heißt, eine stationäre Versorgung, also ein Krankenhausaufenthalt, ist nur durch einen Gerichtsbeschluss möglich. Ja, das ist auch richtig so. Dieser Gerichtsbeschluss ist beantragt und die Entscheidung steht noch aus. So, dazu muss ich sagen, bereits im November 21 hat der Gutachter, der vor Ort war, um zu schauen, ob sie betreuungsbedürftig ist, einen Notfall festgestellt und die Einweisung in die Klinik. Und der gute Betreuungsrichter Dr. K. hat das Unterbringungsurteil vergessen.
Jo, und die Betreuer sind ja seit November 2021 für sie zuständig. Die hätten sich ja dann spätestens im Dezember drum kümmern müssen und hätten sagen müssen, Dr. K., oder sagen wir mal es Weihnachten im Januar, und hätten sagen müssen, Dr. K., wir müssen die doch in die Klinik bringen. Wo ist denn das Unterbringungsurteil? Und das haben sie nicht gemacht. Und auch nachdem sich diese intellektuelle Gruppe um den 1.7. rum getroffen hat, hat keiner von denen gesagt, jetzt lasst uns die endlich mal in die Klinik bringen, sondern die haben gewartet bis Dezember 2022, bis der Andreas verstorben ist. Und dann haben sie die obdachlose Frau, im Übrigen gegen ihren Willen, denn plötzlich ging es ja, ins Krankenhaus verfrachtet. Und woher weiß ich, dass es gegen ihren Willen war? Weil ich weiß, wie sie reagiert, wenn ein Krankenwagen da ist. Ich hatte ja selber schon zweimal eingerufen. Sie steht dann auf, dann geht sie einfach weg. Die dürfen ihr eben nicht folgen, die dürfen sie eben nicht festhalten, weil man das akzeptieren muss, Komma, bei einer gesunden Person. Und das hat sie im Dezember 2022 auch so gemacht und Anwohner haben mir erzählt, da haben sich Polizisten, haben Kreis gebildet um sie und haben sie praktisch sanft, haben gesagt, ach, Person X, heute machen wir das mal anders da. Sie steigen mal da in den Wagen ein. Also sie haben sie praktisch ohne Zwang, aber so mit, der einzige Weg ist jetzt der Krankenwagen, steig mal ein. Dazu gebracht, sie ist eingestiegen, sie haben sie ins Krankenhaus gebracht und es hat ihr dort gefallen, sie hat freiwillig ihre Medikamente genommen. Und der gute Herr M. hat mir im persönlichen Gespräch erzählt, wenn sie ins Krankenhaus kommt, muss das Krankenhaus dafür sorgen, dass sie eine sichere Anschlussunterkunft erhält. Und das ist nicht passiert, sondern im Krankenhaus hat der Chefarzt in Zusammenarbeit mit den Betreuungsrichtern und den Betreuern dafür gesorgt, dass sie nach 3 Monaten wieder unter die Flößerbrücke entlassen wurde, bei Schneeregen und bei abruptem Medikamentenentzug. So. Dann schreibt er weiter. In unserem Telefonat hatten Sie deutlich formuliert, dass es für Sie schwer zu ertragen ist, Person X auf der Straße zu erleben. Das kann ich sehr gut nachvollziehen und es ist auch für die betreuenden Dienste eine große Belastung. Also ohne Worte, wie du hier verarscht wirst. Alle Beteiligten, also die hier oben aufgeführt hat, warten wegen der Unterbringung auf den Beschluss des Gerichtes und halten die Versorgung von Person X, soweit sie es zulässt, aufrecht. Ihr wollt mir doch nicht sagen, dass das Gericht von November 21 bis Dezember 22 braucht, also 1 Jahr und 2 Wochen, um Unterbringungsurteil auszuschreiben in einem Notfall, der von einem Gutachter festgestellt wurde. Das ist eine absichtliche Verschleppung, wo all die Beteiligten gemeinschaftlich daran gearbeitet haben, dieser armen Frau zu schaden. Der Richter hat die Anweisung gekriegt, lasse liegen, und er hat sie liegen gelassen. Zu keinem Zeitpunkt hat irgendeiner der Beteiligten diesen Richter angeschrieben und hat gesagt, jetzt mach mal hin, die muss jetzt wirklich untergebracht werden. Die haben die absichtlich leiden lassen bis zum heutigen Tag. Wir haben den 2.7.23. Und wie gesagt, sie kam erst dann ins Krankenhaus. Mit einmal war ein Notfallbeschluss, weil es muss ja einer vorliegen. Ich habe ihn nicht gesehen, aber es muss rechtlich so sein. Am 15. Dezember 2022 konnte der gute Dr. K., Betreuungsrichter oder die Frau V. Mit einmal konnten sie die klammen Fingerchen bewegen und konnten ein Urteil ausstellen, dass die untergebracht wird,
weil der Andreas erfroren ist. Da haben sie alle Schüsse um ihren eigenen Job gehabt, weil sie dachten, wenn die Alte uns jetzt heute Nacht erfriert, dann sind wir dran, weil die wissen, die kriegen dann eine Totschlagsanzeige von mir. Dieses Treffen war dann dazu da, um sich gegenseitig zu schützen und um die Fahrtrichtung zu bestimmen, die sie gegen mich einschlagen wollten und gegen Person X. Warum das so ist, ich habe keine Ahnung. Die Frau wird behandelt. Kein Gewaltverbrecher in Deutschland muss unter diesen Umständen leben wie diese kleine Frau. Das wird einem Schwerstkriminellen nicht zugemutet, was dieser Frau zugemutet wird. So, weiter geht's mit der Lügenmail. Herr H., da hätte in Klammern jetzt reingehört, Teamlead beim Amt für Wohnungslose, wird mit dem Betreuungsverein die wirtschaftliche Situation klären, damit die finanziellen Mittel von Person X auch zugutekommen. So, und da hat der gute Herr M. halt einen Fehler gemacht, weil hiermit bestätigt er ja, dass sie seit November 21 bis Juli 22 keinen Zugriff auf ihr Sozialgeld hatte und im Übrigen bis heute, bis Juli 23 immer noch nicht. Ich habe danach mehrmals Herr H. angeschrieben, habe gesagt, sie wollten sich kümmern. Ich habe die Frau Feutel informiert, dass er es nicht gemacht hat. Da wirst du ignoriert. Das heißt, die schreiben diese Mails nur, um sie in die Akten legen zu können, um sich, wenn es mal zu einer internen Untersuchung kommt, zu entlasten. Mit dem Wissen der Oberbürgermeister Peter Feldmann und Mike Josefs, die sind ja nicht umsonst befreundet, mit dem Wissen der Parität, es macht keiner was. Das ist wieder verhöhnt. Ich hoffe, dass die Informationen Sie etwas entlasten können. Ihnen ein schönes Wochenende. Mit freundlichen Grüßen, M. Ja, mein Wochenende hat dann darin bestanden, der Frau trotz ihrer Vollversorgung mit Wasser und Hanuta noch Essen vorbeizubringen.